Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, danke, du dämlicher Dreckskasten. Herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Folge von Empyreon. Ja, die letzte Folge war ja ein kleiner Fail. Ne, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich gar nicht mal so clever war bei der Konstruktion meines Fluggerätes, denn ich hatte schon die Triebwerke abgebaut. Das aber zwischendrin verpeilt, weil ich das in der Mittagspause irgendwie abgebaut hatte. Und dann abends erst wieder aufgenommen hatte und dann, ja, ich vergesse ihn wieder anzubauen und deswegen lief die Fahrt nicht so reibungslos, sagen wir einfach mal. So, jetzt habe ich das ein bisschen nachgerüstet, mit etwas besseren Triebwerken sogar. Ich habe jetzt hinten zwei, vorne ebenfalls zwei, um ein bisschen Bremsschub zu erzeugen. Und links und rechts jeweils eine. In der Hoffnung, das Ding lässt sich dann ein bisschen besser lenken. Nö, ich meine, er fliegt erstmal ganz cool. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn da hochgekriegt habe und ich weiß auch noch nicht, wie ich ihn da runterkriege, aber das wird schon werden. Des Weiteren habe ich einmal einen Kühlschrank angebaut, in der Hoffnung, dass mir mein gegrilltes Fleisch nicht so schnell verdirbt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es irgendwie innerhalb einer Nacht passiert. Ne, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, mach jetzt mal Licht an hier, hier sieht ja kein Schwanz was. Das heißt, wenn ich mich jetzt schlafen legen würde, während ich hier Steaks produziere, dann sind die nächsten Tag Schrott. Ne? Nichtsdestotrotz stehe ich sie fleißig weiter her. Beziehungsweise auch nicht. Die ich jetzt habe, werden wir mitnehmen. Die packen wir gleich erstmal in den Kühlschrank, aber nicht von der Basis, sondern vom Fahrzeug. Das hält ja glücklicherweise. Der Sprit hält ja ewig. So. Und bevor wir im Morgengrauen losfahren, würde ich ganz gerne noch das, muss ich mir nochmal was einfallen lassen, würde ich tatsächlich ganz gerne noch ein Sturmgewehr bauen und ein bisschen Munition dafür. Ja, ich denke mal, so 20 reicht. Und ja, über Nacht dauert das natürlich ewig, da ich bisher immer noch nur Solarzellen hier drauf habe. Alles gar nicht weiter wild. Denn wir hauen uns jetzt hin und dann ist der Scheiß hoffentlich morgen früh fertig. Oh, das Gemüse ist wieder da, das ist schön. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das an, was ich beim letzten Mal eigentlich schon entdeckt hatte, aber ja, das mit meinen Flugkünsten mir einfach zu sehr auf den Sack ging. So, also, bis morgen früh pennen, Sturmgewehr holen und gib ihm hart. Nur diese dämliche Pistole haue ich dann weg, also die bringt ja wirklich überhaupt nichts. So, wo ist sie denn? Wie, nicht fertig geworden? Die ist immer noch dabei. Ganze Nacht gewerkelt oder was? Willst du mich verarschen? Na egal. Dann holen wir noch ein bisschen Gemüse. Ne? Wir wollen ja hier keine Zeit verschwenden. Vielleicht finden wir noch was zum Töten. Ne? Hat sich tatsächlich bewährt, dann doch mal lieber ein bisschen Fleisch zu farmen, anstatt das alles hier aus Obst und Proteinen herzustellen. Das ist ganz schön für den Arsch. Ja, und wie ihr gesehen habt, ich habe beim letzten Mal Glibber-Sauron gefunden. Wie geil ist der denn bitte? Ich meine, wie auf die Idee gekommen ist, so dreist zu klauen, der hat eigentlich schon fast Lob verdient. Aber naja. Ich finde ihn cool. Ich würde gerne einen zu Hause halten. Ich will auch meinen eigenen kleinen Glibber-Sauron. Aber ich glaube, der Wunsch wird mir nicht erfüllt. Tragisch, aber wahr. So. Aber auf jeden Fall erstmal wieder einen ganzen Schlag Gemüse. Da hinten holen wir das auch noch ein bisschen. Und dann haben wir erstmal genug. Das kommt auch mit in den Kühlschrank. Können wir unterwegs noch ein bisschen was produzieren. Können wir eigentlich während der Fahrt machen. Ich habe ja einen Konstruktor dabei. Wie geil ist das? Ja, müssen wir nur ein bisschen umstellen. Das geht ja alles nebenbei. Super gut. Ne, vielleicht werde ich mir auch noch mal so, so eine mobile Basis einfach bauen. Mal gucken, wie groß man das, also wie weit man die Größe ausreizen kann. Da müsste eigentlich ein bisschen was gehen.
Ich muss nur jetzt drauf achten. Gut, mobilen Konstruktor habe ich dabei. Ich kann also Treibstoff herstellen. Kettensäge ist noch geladen. Ich habe noch ein bisschen Mumpel dafür. Also ein paar Treibstoffkanister dabei. Da muss doch was gehen. Zack. Brennen in die Hütte. Gucken, wie weit ist der? Keine Stahlplatten mehr? Welche im Inventar? Nö, aber verdorbenen Scheiß. Vernichten. So, Fleisch und so nehmen wir mit. Das Fleisch haben wir schon eingepackt. Haben wir noch Gemüse oder so drin? Wenn es verderblich ist? Nö. Ist ja auch schon mal cool. Dann bereiten wir doch mal die Produktion hier vor. Zack. Alles hier rein. Und ja, das war's. Oh, ich habe Solarpaneele im Inventar. Dann gehen wir einmal. Kommen wir überhaupt ran an den Konstruktor? Ja. So. Ach scheiße, nee, war doch richtig. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich die Karre da hochgekriegt habe. Aber sie ist oben. Ach, ich komme so ran. Sehr schön. Das kann ja eigentlich erstmal raus. Aber gut. Wir stellen. Warum kann ich das nicht? Ein Fleisch benötigt. Achso, weil ich das noch umstellen muss. Kühlschrank und gleich Input. Und dann können wir doch hier fleißig Steaks herstellen. Finde ich geil. Machen wir einfach so on the run. Schon wieder zu wenig Energie. Ja, gut, dann können wir hier nebenbei auch noch die Solarpaneele aufs Dach flanschen. Wenn wir schon dabei sind. Und eh die ganze Zeit zu wenig Strom haben. So, einmal zurechtdrehen. Zack. Nochmal drei mehr. Zack, zack, zack. Dann hier so ein flaches noch dazu. Und dann haben wir da schon mal ordentlich Strömung. So, reicht das jetzt langsam mal, dass du hier durchgehend läufst? Das geht nämlich ganz schön auf den Sack, ehrlicherweise. So, 600 Schuss. Klingt nach einem Plan, ne? Ich glaube, damit können wir losdüsen. Einmal rüber ins Inventar. Noch irgendwas zum hier lassen. Zwei Kettensägen brauche ich jetzt nicht. Das Multitool auch nicht. Das kann da sowieso rein. Das Holz nehmen wir mal mit für Treibstoff. Die Schubdüsen, ja, vielleicht brauche ich die nochmal an. Verdorbenen Scheiß brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir auch nicht. Ich muss das bei Gelegenheit mal alles ein bisschen ordnen. Die nehmen wir auch nicht mit. Und das stattdessen das Maschinengewehr. Ich hoffe, das bringt wenigstens ein bisschen was. Na, wie sieht das aus? Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Zack, fleißig reloaded. Da könnte was gehen. So. Ach, jetzt knallt er wieder runter, ja? Naja, gut. So, ich hoffe, die Steuerung funktioniert jetzt ein bisschen besser. Naja, ein bisschen. So, wo wollen wir hin? Wir wollen nach Nordosten grob. Den hämmern wir doch mal. Nordwesten, nicht noch was. Ja, es geht schon wieder genauso geil los wie beim letzten Mal. Ist hier dein Problem? Das. Na, wie kann ich hier rauf und runter gehen? Komme ich so hoch? Nee. Egal. Aber wir kommen vernünftig schnell vorwärts. Auf geht's. Ab durch den Sturm. Ich hätte mir vielleicht nochmal so ein Exoskelett bauen können, wa? Egal. Ich weiß eh noch nicht, was ich... Oh, Baum. Oh, aber so strafe-technisch hat das, glaube ich, ein bisschen was gebracht. Also auf jeden Fall hämmer ich jetzt nicht mehr gegen alles hier da. Gegen was mir im Weg rumsteht. So kann ich doch schon viel eher damit leben. So, und dann gucken wir uns doch mal, ich glaube, die Taylor waren es an. So, rüber, komm. Ja, stell dich mal hier an. Weiter geht's. Pff, am Arsch. Ich hätte es nicht sagen sollen. Na komm. Dreh dich rüber. Gut. Wie gesagt, ich sollte vielleicht wirklich mit Gamepad spielen. Ich glaube, das steuert sich das um einiges besser. Wieso fahre ich jetzt eigentlich dahin? Da will ich doch gar nicht hin.
Da will ich hin. Ist aber auch waldig hier, meine Fresse. Ich das sich irgendwie ein bisschen umfahren? So. Wow, das habe ich nicht gesehen. Oh, Bremsen funktioniert aber einwandfrei. Geilo. Da haben sich die beiden Triebwerke echt bezahlt gemacht. Ich sehe nichts, Blindflug, aber hat geklappt. Dann gucken wir gleich nochmal auf die Map. Bin jetzt ziemlich straight Richtung Westen unterwegs gewesen. Oh, eine schöne Ebene. Aber wir sind da auf ganz gutem Weg, ne? Hier oben seht ihr, ist auch markiert. Ein Monument und zwei Guardposts. Und ich muss tatsächlich, um da irgendwas machen zu können, erstmal meinen Ruf bei denen ein bisschen verbessern. Die Frage ist, wie? Also ich kann da wahrscheinlich irgendwie Aliens töten. Das könnte mir was bringen. Oh, kommt richtig aus. Sehr gut. Die Frage ist, wie lange dauert das? Ne, und geben die mir auch Quests? Also ich kann es mir halt vorstellen. Ja, halt schon. Was war das denn für eine Nummer? Ausrichten. Also Fahrphysik ist schon echt der Burner, ey. Warum? Also wenn irgendwer weiß, wie ich das vermeiden kann, dass ich hier ständig sonst wohin fliege und ständig mich auf den Kopf drehe. Ah, das hilft ganz gut. So. Spinnennest. Ist das schon Talon-Gebiet? Nö, interessiert mich das nicht. Ist mir das tatsächlich total egal. Stromverbrauch mittlerweile auch 15%, nicht mehr nur ein, wie beim letzten Mal, als ich gefahren bin. Und ich habe tatsächlich auch gar nicht mehr so extrem lange Strom. Ich glaube, ich werde gleich nochmal... Wow, das war hart. Ich baue nochmal ein paar Bäume ab. Ja. Wie sehr soll es denn noch stehen? Guck mal, die Steuerung zur garantierten Taste für automatische, automatische Bremse. I. So. Darf ich jetzt? Jetzt darf ich. Sehr schön. Ich hole noch mal ein bisschen Holz. Und dann werden wir nämlich gleich noch nebenbei ein bisschen Treibstoff herstellen. Zack. Nicht, dass wir hier auf dem Rückweg nachher dumm dastehen. Das wäre ganz schön scheiße. Boah, geil. Der Blitz einen hier schlagen. Das hat eine Weile länger gedauert. Und den auch noch. Das reicht uns dann auch erstmal. Unsere Steaks sind ja wahrscheinlich fertig. Zack. Warteschlange. Mal den nochmal weg. Ist ja ziemlich alles verbraucht. So, Input ist dann Frachtbox 3. Nein. Dann nehmen wir einfach nur 3. Zack, hatte ich da nicht was drin. Ich hier nicht umbenennen. Anscheinend nicht. Aber gut. So, Frachtbox 3.1 ist das. Ah, ich kann hier auf alle zugreifen. Ist ja schon mal gut. So, Frachtbox 3.1. Und dann stellen wir erstmal ordentlich was an Treibstoff her. Und dann düsen wir weiter. Richtung Talon. Immer noch Nordwesten. Hier. Ja, hier begeht uns langsam. Ach, Talon, da steht's auch. Wow. Ich habe noch keine Waffen an dem Teil dran. Alter. Komm mal klar, ey. Also
Ach, mit Unebenheiten hat es das Teil nicht so. Beim letzten Mal bin ich übrigens nach drei Viertel des Weges, habe ich gesagt, so, ich habe die Fresse voll. Was bringt mir eigentlich Antigraf, wenn der mit Hügel nicht zurechtkommt? Ich meine, eigentlich ist Antigraf genau dafür gedacht, um eben unwegsames Gelände gut durchqueren zu können. Das Spiel sieht das anscheinend anders. Ja, die haben übrigens auch ein paar Erzlager, wie ich gesehen habe. Also nichts Neues, nur Kupfer, Silizium und... Wow. Okay, der war geil. Und dann sind wir auch schon da. Geilo. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Wollte ich nicht. Egal. Zack. So. Dann fangen wir hier mal an. Hier ist so eine kleine... So ein antiker Outpost. Da ist tatsächlich nichts zu finden. Ne? Wahrscheinlich irgendwann mal überrannt. Wow. Hier haben wir so eine Gruppe von denen. So. Lassen wir die Karre mal laufen. Und gucken nochmal. Ne? Motor lassen wir an, wegen Kühlschrank und so. Ja, gut. Ich könnte jetzt natürlich fleißig pflücken, aber ich glaube, die mögen mich da nicht mehr so richtig. Und irgendwie ist hier auf jeden Fall erstmal noch gar nicht viel zu holen. Das ist nur eine pimmelige Hütte. Und hier ist halt Riesenmonument, mit dem ich nichts anfangen kann. Ne? Ich bin einmal nach ganz oben geklettert. Ja, schön, konnte man einmal cool gucken. Aber ansonsten war wirklich komplett tote Hose. Da ging gar nichts. War etwas ernüchternd. Was ich diesmal machen wollen würde, ist hier auf jeden Fall ein paar Viecher töten. Ja, das sind auf jeden Fall hier die Bewohner. Moinsen. Ah, gibt doch den Begriff Fischkopf eine ganz neue Bedeutung. Irgendwelche komischen Nomaden. Ich weiß nicht, ob das eine Laserarmbrust sein soll. Auf jeden Fall ist da vorne ein Mündungslauf. Ich habe mir auch nicht getraut, sie abzuknallen. Wahrscheinlich kriegt er bei den anderen Fraktionen irgendwie Rufspunkte. Aber ich würde erstmal gucken, dass ich irgendwie Good Friend mit denen werde. Ich glaube, das ist am Anfang zumindest noch die bessere Idee. Nicht, dass die bei mir gleich angeschissen kommen und sagen, oh ja, den Ragnar. Den machen wir so richtig schön die Bude kaputt. Da habe ich keinen Bock drauf. Da ist nochmal so eine kleine Hütte, davon stehen hier halt tatsächlich mehrere. Und dann haben sie hier eine Siedlung. Gut, die sehen jetzt nicht so hochtechnisiert aus, die Jungs. Ich sehe gerade, ich bin ganz schön kaputt. Aber egal. Hier ist eh noch nichts Größeres über den Weg gelaufen. Ich glaube, das dauert auch ein bisschen. Dann können wir hier cool in die Hütte rein. Und ich glaube, mit dem hier war das. Mit dem könnte ich theoretisch handeln. Genau. Deine Reputation ist zu schlecht, um mit Händler Taylor zu sprechen. Aktueller Status neutral. So, wo können wir das hier sehen? Hier war das, glaube ich, genau. Taylor, neutral. Wir bräuchten noch 4500 Punkte. Das ist ein ganz schön... Oh, hier steht auch, wie sich das verändert. Mitglied der Fraktion minus 300 und sofort unfriendly. Zerstören eines Blocks, bla bla bla. Was bringt denn Plus? Sich außerhalb Taylor-Territorium aufhalten... 25 alle 5 Echtzeitminuten. Bei Reputation feindlich. Ja, gut, okay. Gut. Also da sind noch ein paar Sachen, die ich machen kann, ohne dass mir irgendwas passiert. Ja, also wenn die mir freundlich gesonnen sind oder besser, kann ich da Erz abbauen, kann ich da ernten, kann ich Pflanzen zerstören, wie ich lustig bin. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Freundliche. Ja. Um mit dieser Fraktion zu handeln, wird mindestens die freundliche Reputation benötigt. Ermäßigte Preise sind mit Reputation geehrt verfügbar. Gilt für alle. Okay. Guck mal, haben wir die Polaris schon gefunden? Ich glaube nicht, ne? Rot ist Cyrex und Polaris haben wir noch nicht entdeckt. So, also hier jetzt auf Friendly zu kommen, würde wahrscheinlich relativ lange dauern. Zumal ich noch keinen gefunden habe, der mir irgendwie eine Quest geben würde oder sowas. Ist auch geil. Hütte ohne Eingang, oder was? Okay, hier ist Hexenkessel. Fehlt mir so ein schwimmendes Auge oder so. Wäre noch ganz cool. Schönes Steinchen haben sie. Das ist doch mal eine Axt.
So, also in jedem Fall muss ich das irgendwann mal angehen, um hier zumindest an die Rohstoffe mal ranzukommen. Ne, meine sind jetzt schon ganz schön leergefegt. Ne, da haben wir jetzt noch. Ne, steht nicht da. Steht nur da, wenn ich, glaube ich, in der Nähe bin. Doch da. Ach ne, das ist deren. Da hinten. Na, Kupfer ist noch ganz gut. Ist ja auch wurscht. Boah, hier, Barbecue-Grill. Geht nach vorne. Schicken Teich. Also, sie haben es gemütlich hier. Muss man den ja lassen. Ne. Kann hier ganz viel Scheiße ernten. Wenn die erstmal friendly sind. Aber es ist nichts, was mir jetzt was. Was ist das denn hier? Achso, könnte ich Säcke öffnen. In ihr Bettchen schlafen, auf ihrem Höckerchen sitzen. Ihre Fische klauen. Naja, gut, also wie gesagt, hier geht erstmal noch nicht viel. Ich darf hier auch tatsächlich gar nichts ernten, glaube ich. Glaubst du jetzt, wenn ich das ernte? Verliere ich Reputation. Ne, von daher würden wir einfach mal gucken. Sollen wir irgendwelche Dinos oder so töten? Da. Mal sehen, wie die reagieren, wenn ich so ein paar Ex-Maultiere töte. Ja, bisschen mehr kann das Gewehr, aber auch nur wirklich ein bisschen. So. Okay, das mögen sie gar nicht. Ich glaube, das sind deren Haustiere. Ups. Tschö, was ist das denn? Ja, ich lasse euch in Ruhe. Tschö. Was ist das denn? Settlement. Aber das war doch das Settlement, oder nicht? Okay. Hier war ich beim letzten Mal auch nicht drin. Gucken wir mal. Moin. Okay, ihr seid schlecht gelaunt. Aber schicken Schmuck habt ihr. Kann ich mir das leihen? Oh, und die Fledermaus. Hunde. Crawler. Okay, die sind mir wahrscheinlich nicht wohlgesonnen, wenn ich den Stress anfange. So. Hier haben wir diese Guards und sowas. Gib mir doch mal eine Quest hier. Taylor, Anführer. Erzähl mir was. Ist noch ein Händler. Ja, ist ja schön, dass sie hier zwei so eine Siedlung haben. Taylor Sentinel. Aber was bringt mir das, wenn ich die nicht irgendwie großartig erhöhen kann? Also zumindest ich weiß wie. Ne, also wäre schon cool, das mal in Erfahrung zu bringen. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Nö, keiner von denen will mit mir quatschen. Wahrscheinlich kann ich da wieder klauen und krieg übel auf den Sack dafür. Ist nur Deko. Deko-Glibber. Soll das eine Karte sein? Nobody knows. Will es auch nicht kaputt machen. Und dann kann ich hier. Ist das ein Nö, das ist ein Weg. Ja, moin. Gibt es hier ein tolles Segel? Was auch immer das symbolisieren soll. Jetzt habe ich mich selber im Visier, ist auch nicht schlecht. So, ich könnte jetzt hier alle fleißig abknallen und das bringt mir wahrscheinlich nichts. Da ist noch ein größeres Gebäude. Gucken wir mal da rein. Rappelwild. Dann sollte ich vielleicht gleich mal ein bisschen was essen. Warnung? Achso. Ein Bookcase, okay. Taylor und Sentinel, der auch nicht mit mir reden will. Assipack, ey. Ist hier irgendwie Questmenü oder sowas? Rollen springen, bla bla bla. Karte, Steuertafel. Kreativmenü. Versuchen wir mal H. Passiert nichts. P. Passiert auch nichts.
Passiert da was, wenn ich bei euch stehe? Nö und nö. Na gut. Aber schön, dass ihr da seid. Ja, seid ganz krummlich. Die darf ich? Ja, da kriege ich ein bisschen Reputation für. Zack. Rabemmel. Stirb! Gib mir dein Fleisch. Gib mir dein Fleisch, Assi. Hier war da noch eine. Muss hier hin. Weg. Scheißvieh. Na gut. So, der Ruf so schön im Arsch ist, würde ich sagen. Scheiß auf die Penner, wir fliegen weiter. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Könnten hier so ein bisschen an der Küste lang düsen. Ich habe schon wieder vergessen, was zu essen. Aber ein Kühlschrank. Zack. Haltbarkeit, Verfallszeit 18. Okay. Ich glaube, da kriege ich tatsächlich auch Leben durch. Ja, ein bisschen. Also auf jeden Fall stillen die echt gut den Hunger. So, Rest kann da wieder rein. Hier. Achso, ich habe noch Fleisch und sowas dabei. Kommt auch gleich rüber. Honig, Alien-Teile brauche ich jetzt nicht. Milch auch gleich. Gibt auch ein bisschen Gesundheit. Ja gut, antibiotische Salbe muss ich jetzt nicht unbedingt. Ja, gut, ist okay, sie dabei zu haben. So. Dann gucken wir doch mal. Ja, euch töte ich nicht. War eine Kackidee. Habe ich gecheckt. Das sind Outposts. Ist auch ganz witzig. Das sind einfach nur... Ja, ja. So. Das sind einfach nur riesige Ballisten. Ist ja überhaupt krummelig. Meine Güte. Stell mal nicht an hier. Gib mir eine Quest. Oder irgendwie sowas. Ich meine, die sind ja schon ganz coole Design, ne? Kann man ja nichts sagen. Und die sehen tatsächlich auch aus, als würden die wirklich... Hier geht's auf. Als würden die tatsächlich Pfeile nur verschießen. Ja, da liegt, glaube ich, auch einer drin. Ziemlich großer Pfeil. Ziemlich großer Pfeil. So, da ist mein Gleiter. Weiter geht's. Strom für 43 Minuten. Okay. Dann gucken wir doch mal. Das waren also die Talon. Dann hämmern wir doch mal durch die Wüste. Durchkämmt die Wüste. Selbst dieser kleine Pimmelstein hat sich gerade bemerkbar gemacht. Ey, es ist doch so assi. Achso, das sind mehr Talon. Einer jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf weniger. Was bist du? So, wie dich schon mal gesehen? Ja. Zack. Nee, dich kenne ich noch nicht. Aber nachladen. Zack. Was bist du? Ein Alienwurm. Alter! Mich angerotzt. Hautverbrennung. Okay. Du wurdest vom Alienwurm entschossen. Das sehe ich. Aktueller Standort. Ja, wird schon gehen, ne? Rucksack von Ragnar. Gut. Das war eine Kackidee. Jetzt kommt da echt schon die Spinne. Scheiße. Hopp. Muss meine Knarre, Multitool, Taschenlampe, Gewehr. Psst. Das geht auch so. Ja, mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Das habe ich leer gemacht. Ja, ein bisschen was ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt mache ich das Inventar ein bisschen auffüllen. Holen wir die antibiotische Salbe mit rein. Die könnte ich nochmal fix anbauen. Und ansonsten brauche ich, glaube ich, nichts im Inventar. Doch hier Kettensäge will ich noch.
Und das Heizgerät will ich auch haben. So, und dann gucken wir mal, dass wir die noch fix anbauen. Oh, das sind große, nicht kleine. Ja, die setzen wir mal da hin. Und eine auf die andere Seite. Zack. Dürfte sich das noch ein bisschen besser strafen. Und meinen Spritverbrauch wahrscheinlich in die Höhe treiben. Aber gut. Irgendwas ist ja immer, ne? Stark bewirkt. Ich weiß immer noch nicht, was das auf der Map, die Markierung mit dem Rot, dazu bedeuten hat. Das würde mich tatsächlich noch ein bisschen interessieren. Na gut. Ja, gefühlt ein bisschen besser. Ja, die ploppen hier ein bisschen sehr spontan ins Feld, ne? Da könnte man vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten. Aber ich denke mal, die Entwickler sind nicht ganz untätig. Wobei ich hier über die Patchverlauf nicht an... So ist Baum. Nicht annähernd so gut informiert bin wie bei... 7 Days. Oh, ein Erzlager. Das ist schon mal schön. Plüm. Alien Tower. Da fahren wir doch mal ran. Prometheum Lager. Geilo. Okay. Das mal großer Alien Tower. Ich glaube, da will ich rein. Zack. Ich glaube, ich will meinen Gleiter nicht so weit weg haben. Echt viel näher dran, aber nein. Wie schnell Relationen verschwimmen. Okay, hier kann ich auf jeden Fall schon mal hoch. Das ist wohl der Kern. Ja, scheiße. Alien-Kern, und jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht wieder raus. Was? Was ist das? Schalter. Okay. Wow. Was geht denn hier ab? Irgendwer mag mich nicht. Was war das? Was hat er auf mich geschossen? Okay. Irgendeine Fritze. Also ich habe keinen... Ich höre es schon wieder. Was ist das? Was ist das? Achso, nachladen, okay. Okay, mit dieser Waffe kann ich das Ding nicht beschädigen. Gut. Wahrscheinlich bräuchte ich ein Jetpack, um da hochzukommen. Kriegen wir auch noch irgendwie hin. Okay, aber so weit komme ich hier jetzt erstmal nicht weiter. Wir fliegen da mal hoch, wenn ich ein Jetpack habe. Und vor allem Munition für... das andere Multitool. Dafür brauchen wir erstmal Prometheum. Da werden wir mal einmal ran. Ein bisschen was einladen. Zack. Ja. So. Zack. Ich habe eben ein bisschen was mitgenommen hier. Fleisch. Das ist wurscht. Jetzt habe ich natürlich das andere Multitool zu Hause gelassen. Ja. Na egal. Auf geht's. Prometheum Farm. Bin ich hier noch in irgendwemsens Territorium? Nö. Perfekt. Also, auf geht's. Prometheum Farmen. Und Schotter. Basiserweiterung. Kann nie schaden. Gucken wir uns noch an, wie das Lager an sich aussieht. Und dann ist Zeit auch schon wieder rum, tatsächlich. Puh. Ich werde, glaube ich, auch erstmal nur ein bisschen abbauen und dann gucken, was mein Konstruktor hergibt. Einmal schauen, ob wir Munition hergestellt kriegen. Jetzt gibt es das erste Mal Schotter. Müssen wir jetzt langsam tief genug sein.
Ding ist so langsam, ey. Unglaublich. Also ich will zusehen, dass ich so schnell wie möglich fetteres Multitool kriege. Oder so ein Bohrer fürs Fahrzeug wäre halt auch cool. Bin jetzt schon dreimal dran vorbei, oder was? Weiß ich jetzt nicht. Kupfererzlager. Kupfererzlager. Wo ist Promethium? Hier hinten. Na gut. Buddeln wir noch einmal in die Richtung. Okay. Oh, das ist ja cool. Ah, cool. Zack. Promethium Erzlager. 60 Promethium. Das ist ja wesentlich angenehmer als beim Erz. Also beim Eisen und so. Zack. Dafür ist dann wohl auch dieser blöde Detektor. Zack, nochmal. Naja, 10 ist nicht so viel. Aber das ist weit angenehmer. Schotter. Gut, also bei allem anderen außer Eisen und Kupfer scheint das Ding einen Sinn zu machen. 38 nochmal. Das sind halt nicht so eine Flöze, das sind halt einfach nur Brocken. Und zack, nochmal 23. Da müsste schon mal ein bisschen was gehen. Rödel, rödel, rödel. Zack, 54. Das ist eine feine Sache. Zack, nochmal 23. Ich hoffe, ich finde die wieder raus, ey. Mit und dann gucken wir mal, wie viel wir haben. Ich denke, dann können wir auch erst mal an die Oberfläche. Promis zum Erz. Na komm. Die Soundkulisse ist gerade ein bisschen im Arsch, ne? Aber gut. Zack. Gucken, dass wir, ja, da sind wir schon an der Oberfläche wieder. Eigenen Weg nach oben. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Und am Ende der Folge. Ach, so ein schöner Blick. Das Gefährt im Blick und den Turm. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Ne? Und genießt noch den Abend. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.